Also entdecken tue ich jedes Mal, wenn ich ein Stück nochmal dirigiere, entdecke ich immer neue Sachen, weil es jedes Mal mit einem anderen Orchester, mit anderen Menschen, es ist immer eine neue Erfahrung und immer das Stück klingt anders. Mahler war für mich von ganz Anfang an eine ganz besondere Musik. Ich habe Mahler entdeckt, da war ich 7 Jahre alt und ich hatte wirklich das Gefühl, dass alles, was in mir vorgeht, habe ich in dieser Musik wiedergefunden. Und ich war sehr, sehr still als Kind und sehr schüchtern und ich hatte das Gefühl, alles, was ich immer ausdrücken wollte und nicht konnte, hat diese Musik eigentlich für mich zum Ausdruck gebracht. Und es ist interessant, dass meistens die Dinge, die man als Kind toll findet, sind nicht unbedingt die Dinge, die man als Erwachsener dann auch toll findet, aber die Liebe für Mahler ist, wird von Jahr zu Jahr und von Aufführung zu Aufführung eigentlich nur intensiver. Und er war eigentlich auch der Grund, weshalb ich beschlossen habe, Musiker und dann Dirigent zu werden. Also die Stücke sind vor allem aus dem Grund, so werden so selten gespielt, weil sie beide eigentlich unfertig sind. Und ich habe auch dem Orchester gesagt, es ist eigentlich, wir machen eine Art Forschungskonzert und das ist total toll. Man hat ganz selten die Gelegenheit, ich meine, eine fünfte Mahler hört man in Zürich, in Paris, in Berlin jeden Tag oder ganz oft. Aber diese Stücke haben beide besondere Geschichten, weil sie beide eine komplizierte Entstehungsgeschichte haben und beide wurden von Mahler letztendlich nicht wirklich fertig geschrieben. Und jede Aufführung ist immer eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Versionen, verschiedenen Fassungen und man muss sehr viel verändern, sehr viel korrigieren, sehr viel entscheiden, weil sehr viel einfach wirklich noch ein rohes Fragment ist. Und das ist natürlich einfach die Gelegenheit. Beide sind sehr frühe Werke, die Mahler auch über die Jahre sehr oft revidiert hat. Das Klagende Lied ist das erste Stück, was er je geschrieben hat und in vielen Hinsichten auch vielleicht sein persönlichstes Stück, weil er hat es war ihm so ein großes Anliegen, dass das Stück zur Aufführung kommt und es wurde ganz oft abgelehnt und viele Jahre später hat er das revidiert und nur 2 Sätze davon dann doch zur Aufführung gebracht, aber es war ihm immer noch ein Anliegen und man merkt, dass das Stück ihm eine sehr persönliche Angelegenheit war und der Totenfeier ist die Frühfassung, was später der erste Satz der 2. Sinfonie geworden ist und es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie Mahler als sehr, sehr junger Komponist war. Und deshalb sind es wie eine Art, eine Reise in die Werkstatt des Komponisten.